Krieges zu betreiben. Dankeschön. Im Namen der Fraktion der Grünen, Freie Europäische Allianz Grüne, hat Frau Harms das Wort für 2,5 Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich muss zugeben, ich war auch etwas ratlos, als ich über die heutige Debatte nachgedacht habe. Aber nicht, weil ich dächte, dass wir nur debattieren müssen, wenn wir eine neue Russland-Strategie bereits im Sinn haben. Ach, jetzt ist Herr Fleckenstein leider gegangen, so wie die 720 Kollegen, die er gerade angesprochen hat. Ich bin der Meinung, dass wir mit dem, was wir bisher gemacht haben, nicht weitergekommen sind. Und es gibt in der Europäischen Union zwei Lager. Die einen sagen, das war alles zu viel und falsch im Ton und wir müssen wieder milder werden im Umgang mit Russland. Und die anderen sagen, das ist alles nicht konsequent genug und wir müssen drauflegen. Ich glaube, dass das noch eine Weile so weitergehen kann und dass genau diese Unentschiedenheit der Europäischen Union eins unserer großen Probleme ist und eher eine Garantie für Misserfolg ist. Die Europäische Union hat sich nie Russland oder den Kreml zum Feind erklärt. Seit ich die Auseinandersetzungen wahrnehme, ganz klar, also mindestens mit der Besetzung der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass, aber auch rund um solche Ereignisse wie Syrien-Bombardements, zum Beispiel Aleppo, oder den Giftanschlag in Großbritannien, finde ich schon, dass deutlich wird, Russland sendet das Signal, dass es dem Westen zeigen will, dass es stark ist und dass es sich irgendwie gegen das, was im Westen sich entwickelt hat, zur Wehr setzt. Wie man damit umgehen soll, ob man einen neuen Moment, zum Beispiel nach der Reaktion dieses Angriffes, dieses Luftangriffes auf Chemieanlagen in Syrien, ob man einen neuen Moment jetzt hat, darüber zu reden, das finde ich spannend. Ich fand das richtig, was Präsident Macron heute in der Debatte gesagt hat. Ich glaube, dass man immer wieder alles ausloten muss, was es an Veränderungsmöglichkeiten auch im Kreml gibt. Aber wenn es so schwierig wird wie im Donbass mit einem Waffenstillstand in Syrien und in letzter Zeit hat Russland alles dazu getan, neue Eskalationen zu unterstützen. Sie haben die Türken in Afrin unterstützt, die haben den Iran in seiner neuen Machtposition in Syrien in Stellung gebracht. Wenn wir scheitern, dann ist tatsächlich das Instrumentarium, das wir uns gegeben haben mit Sanktionen, eins, das wir weiterentwickeln müssen. Die EU muss bereit sein, ihre wirtschaftliche Stärke in solche Auseinandersetzungen einzubringen. Und lassen mich als Es tut mir leid, Frau Harms, aber Sie haben jetzt 3 Minuten geredet statt der 2,5 Minuten. Nun hat im Namen der konföderalen Fraktion der Vereinigten